Ja, liebe Freunde, der Raven Knight meldet sich in einem etwas schwierigen Kampf hier zurück, so mit Let's Play Breath of Fire 2. Wir sind letztes Mal gegen diesen Steingolem hier angetreten und jetzt ist er weg, toll. Ein Schlag hätte gereicht. Ja, egal, das ist jetzt auch egal. Wir haben jetzt zwar für Cut keine Punkte erhalten, aber wir müssen weiterhin hier dieses Feld pflügen. Und ja, wir merken, Cut ist nicht wirklich prädestiniert dafür, da sie wirklich absolut und underlevelt ist. Und wir dürfen ja keine Magie verwenden. Bevor dieser Stein jetzt auch wieder ein Steingolem ist, gebe ich erstmal den Hütte sein Brasschwert. Nee, das ist ein normaler Stein. Toll. Das ist jetzt ein normaler Stein. Woher sollte ich jetzt zum Beispiel wissen, dass dieser Stein ein normaler Stein ist und der andere ein... ja. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ist auch beseitigt. Das Feld ist gepflügt. Wir sind fertig. Also ich sehe hier nichts mehr. Oder seht ihr noch irgendwas? Ich sehe nichts. Ja, ich mache doch nochmal ein Video. Habe ich mir gedacht, weil ich konnte das jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Ne, jetzt gehen wir mal wieder rein und schauen mal. Was sagt jetzt hier die Mutter? So wird's gemacht. Guter Junge. Ich werde etwas in dem Land, was du gepflügt hast, einpflanzen. Da, 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 da. Schön, 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 schön. Wir haben die Drecksarbeit gemacht und sie macht das schön, oder was? Ja, egal. Ist ja Rans Mutter. Es tut mir leid, dass ich euch dabei um Hilfe gebeten habe. Sie ist so engstirnig. Wenn wir ihr noch ein klein wenig mehr helfen, bin ich mir sicher, dass sie sich besser fühlen wird. Okay. Rand, machen wir gerne, mein Freund. Du bist ein starker Kompagnon und deswegen werden wir dir auch weiter helfen. Gehen wir mal raus, vielleicht ist er ja draußen. Moment mal, da ist er. Mal gucken. Hallo. Ich kümmere mich um das Land. Geht westlich nach Namanda und betet für eine gute Ernte. Ah ja, okay. Wir sollen also jetzt für eine Ernte beten. Ernte beten? Ja gut, das ist natürlich hier ein rückgezogenes Land, sag ich mal. Auch hier mit arg agrarmäßigen Mitteln hier. Aber, hallo? Ich muss nach St. Namanda gehen, um für eine gute Ernte zu beten. Die sehen alle hier aus wie Rand. Wenn wir hart im Garten arbeiten, werden unsere Gebete erhört. Also los geht's! Hiho! Ja. Ja, wir werden jetzt erstmal hier bei der Drachenstatue speichern. Westlich nach St. Namanda. Okay. Wir machen unsere Reise weiter. Wir sind vorsichtig. Stört uns nicht. Und wir gehen jetzt los. Ja, das machen wir. Dort müssen wir nämlich, in St. Namanda müssen wir nämlich auch wieder etwas machen, was wir, früher oder später dann auch für einen Schamanen brauchen, für den gleichen Schamanen brauchen. Wir müssen nämlich eine gewisse Summe bezahlen. Oh, wieder diese Krautwürmer, die wir im Himmelsturm getroffen haben. Eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ich musste mich leider wieder etwas verarzten. Ich habe ganz vergessen, einen neuen Verband umzutun. Ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, also meine gesundheitliche Situation verbessert sich nicht unbedingt dadurch, dass ich jetzt schon wieder arbeite. Für die Leute, die es vielleicht interessiert, musste mich vor ein paar Monaten, ja im September, musste ich mich einer Achillessehnenrevision unterziehen und konnte deswegen nicht mehr richtig auftreten, konnte da auch nicht mehr richtig auftreten vorher. Es ist schon erheblich besser geworden, nur ich muss jetzt die Narbe weiterhin behandeln. Für die Leute, die es interessiert, bei einer Achillessehnenrevision, ja, da wird eben halt das ganze Gewebe um die Achillessehne herum rausgeschnitten, um die entzündeten Stellen abzutöten und so weiter. Ist keine schöne Geschichte gewesen, aber ich war selber schuld. Egal, das war genug von meinen Leiden. Deswegen, weil ich diesen Verband umlegen musste, musste ich jetzt eine kleine Pause machen. Ich vergaß es nämlich komplett. Das hier muss St. Namanda sein, denke ich mal. Wir werden jetzt auch diesen Ort betreten. Ja, das ist St. Namanda. Werden wir mal schauen, was hier so los ist. Das ist Namanda. Ein Ort, der sich dem Gott der Erde und der Getreide widmet.
Okay. Geh ich mal hier in diese Hütte rein. Oh, hier ist aber schön eine Melodie. Da ist aber schön. Schön beruhigend. Hier ist hier irgendwas. Und wir finden eine Tolenmünze. Ja, da gibt es 26 von, glaube ich. Namanda ist der Gott der Erde und des Getreides. Die Agrarwirtschaft, der Gott der Agrarwirtschaft. Agrarwirtschaft gleich Landwirtschaft, für die, die es nicht wissen. Ja, wir müssen uns also hier wieder hinbegeben. Hier sind keine Monster unterwegs. Ich spreche diesen jungen Mann mal an. Hier hingekommen, um für eine gute Ernte zu beten. Ich verstehe. Bitte geht weiter. Okay, gehen wir doch gleich. Müssen wir hier kämpfen? Nö. Warum kommt dann diese Musik? Ja, egal. Was sagt er? Ja, genau das gleiche, was der andere gesagt hat. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Ah, hier kommen Monster. Hier ist das Monster Meterwild. Was ist das denn? Ein roter Kreon? Oh! Das ist auch ein Training, um Monster Monster wie diese hier zu bekämpfen. Ja! Yeah! Okay. Was zum Teufel? Gut, wir machen diesen Kampf jetzt noch und dann, glaube ich, werde ich auch für heute ein Ende machen, denn sonst schaffe ich es heute nicht mehr, die Videos zu rendern und auch weiterzumachen. Hey, was soll der Dreck? Was soll der Dreck? Immer dieses Einschläfern. Kennt ihr denn hier auch? Wieder solche Zombie-Gegner, die sich heilen können. Mit Zeitzaubern. Ist so unnormal. Zack, jetzt Konter, kontern. Jawoll. Bounce. Immerhin. Aus Spaß. Es wird das Trippelauge geheilt. Oh je. Oh je. Spannband. Und komm, Spa. Mann, Spa, greif doch an jetzt. Mann. Never ending fighting. La 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 la. Oh, ist das nervig, ey. Dass die sich ewig heilen können, vor allem. Bums. Jetzt weg. Oh, Mann. Konter. Kill your hood. I'll kill your hood. Fetch. Weg. Oh, das ist natürlich sehr viel Schaden, den Spa da macht. Aber Spa kriegt somit auch sehr viel Darstellungszeit. Oh, Cutter 2 Statusveränderung. Und sie ist diesmal ausnahmsweise nicht im Schlaf aufgelevelt. Ja gut, jetzt erstmal wieder ein bisschen Giftheilung. Das heilen nehme ich nochmal mit. Ja. Ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2. Ich würde mich freuen. Sprach der Raven halt nimmer mehr.